Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Zuerst muss ich mich dafür entschuldigen, dass so ewig nichts kam. Das liegt an dem blöden Abitur, das ich jetzt demnächst schreiben werde. Da musste ich ein bisschen etwas für lernen und deswegen konnte ich nicht so viel zocken. Kann man nicht ändern, aber ich werde versuchen, in nächster Zeit dann wieder ein bisschen mehr hochzuladen. Ich habe Abitur noch nicht geschrieben. Wieso ist die Kiste noch da? Wie tritt man? Ach, ich habe die Steuerung wieder komplett vergessen. Wie trete ich denn nochmal? Ah, genau, mit Leertaste. Oh, Flammenwerfer voll, okay. Ja, also ich habe das Abitur noch nicht geschrieben, aber ich bin jetzt größtenteils fertig mit Lernen, deswegen habe ich jetzt auch mal wieder Zeit, eine Runde Dead Space zusammen mit euch zu erleben. Okay, den Weg, den sollten wir finden. Das sollte kein großes Problem sein. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen müssen. Ich glaube, hier waren wir irgendwie noch nicht, wenn da noch die ganzen Dinger rumliegen. Oder? Ich kann mich mal nicht mehr dran erinnern, aber es ist auch schon so ewig her. Also ich weiß gar nicht mehr, was wir jetzt machen müssen, weil das eben schon ein bisschen her ist, dass ich gezockt habe. Doch, hier waren wir auf jeden Fall schon zu 1.000.000%. So. Ah, du Scheißvieh. Ich wollte gerade in den Shop was kaufen gehen. Zack. Okay, und der wäre erledigt. Dann laden wir mal nach und gucken, was der Gute noch so dabei hat. Gar nichts. Okay. So, im Shop kann ich einiges verkaufen, wenn ich mich da recht erinnere. Was? Also, ich will nichts kaufen, lieber was verkaufen. Wie geht das denn? Ah, hier. Das ist mein... Den Halbleiter, den sollte ich verkaufen, hat den wer geschrieben. Verkaufen wir den mal. Verkaufen. Sicher? Ja. Dann wurde noch geschrieben, ich soll die Munition mal in den Safe legen. Das mache ich dann mal. Wie viel Platz ist denn hier drin? Oh, da habe ich sogar schon was drin. Stahlmunition. Ich lese immer Stahlmunition. Die kann ich auch in den Safe tun, weil ich die noch nicht benutzen kann. Wie Plasma-Cutter. Achso, nee, das ist ja der Cutter. Den kann ich nicht... Jo, ansonsten behalten wir dann alles, würde ich sagen. Kaufen will ich mir jetzt erstmal auch nichts. Brauchen wir eigentlich nicht. So, ich muss mich jetzt auch wirklich nochmal an die Steuerung gewöhnen. Wie ging denn das alles? Wie kann ich nochmal... Ah ja, okay. Das, so kann ich die Zeit verlangsamen oder wie auch immer. Ui, scheiße. Das war natürlich ein bisschen doof. Jetzt ist mein Stase-Ding hier runtergegangen. Ist hier nicht irgendwo so eine Stase-Station? Nee, fuck. Naja, egal. Ich speichere mal gerade wieder. Und ansonsten müsste ich die Steuerung noch drauf haben. Ich muss jetzt nur noch mal gerade gucken, wie ich die Waffen wechsle. Doch bestimmt mit dem Mausrad. Nö. Plasma-Energie. Nö. Okay, mit dem Mausrad geht's nicht. Dann steht das bestimmt bei der Steuerung dabei. Steuerung. Wo sind wir? Achso, ich muss hier. Grundlegende Steuerung. Schlagen. Waffenslot hoch. Auf ein. Ah, okay. Also mit zwei. Okay. Was? Ah, und drei ist der Flammenwerfer. Okay. So, wo muss ich jetzt hin? Verdammt. Jetzt gehen wir aber mal weiter hier. Okay. Also hier längs. Geh doch weg. Ah, okay, so geht sie weg. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass hier jetzt irgendwas kommt, weil das jetzt das Ende ist. Das Ende der Fahnenstange. Oder müssen wir einfach nochmal weg? Ach, wir müssen einfach nochmal weg, okay. Ah, dann war es das doch jetzt mit dem Kapitel, oder? Aufgabe erfüllt. Cool. Kapitel 3, Kurskorrektur abgeschlossen. Kein Wunder, dass ich nicht mehr wusste, wo wir hin müssen. Wir mussten eigentlich nirgends hin. Also, Fortschritt, speichern wir nochmal eine Runde. Ja, einfach mal da oben hin. Zack. In Kapitel 4 gehen wir jetzt rein. Bevorstehende Vernichtung. Klingt überhaupt nicht gefährlich. Zur Brücke gehen wir jetzt. Oh, das wird doch bestimmt interessant. Es sieht aus wie immer. Ah, hier unten steht sogar Brücke auf dem Boden. Kommen Sie! Kendra hatte recht, das
AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringt uns zum Cockpit des Kapitäns. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Na super, jetzt sind sogar die Mitpassagiere hier schon total wurres, verwirrt und machen sich gegenseitig fertig. Na super, ne? Müssen wir uns direkt wieder so ein Blutbad ansehen hier. Und das kurz vorm Abi. Ja, er hier. Ja, der schreibt auch keine Arbeit mehr. Fuck, alter Falter. Was ist das denn? Leckfett, was war das denn für ein Vieh? Wow, 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 da kommt nochmal. Bisschen hässlich ist das schon. Aber ich kann nichts dagegen machen. Okay, wir gehen mal weiter. Da ist schon wieder ein Shop. Aber diesmal müssen wir aber nicht hin. So. Zack. Wo sind wir denn hier? Ist das die Brücke? Wahrscheinlich. Uiuiui. Wow, wow, wow. Alter Falter. Chill mal. Warnung. Bruch in der Hülle registriert. Ja, den haben wir auch registriert. Jetzt kommt wahrscheinlich das ganze Gesacks hier rein. Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil. Wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Das AAS zum Laufen bringen? Dann machen wir das doch mal. Wo ist denn das AAS? Super Sache. Okay. Dann gucke ich mich hier mal um. Kann ich irgendwas machen? Nee, kann ich nicht. Abgesehen. Hä, wo stand hier denn jetzt Flammenwerfer-Munition? Okay. Da liegt auch noch irgendwas, das nehmen wir auch noch mit. Ja, Plasma-Energie, schön. In den Kisten hier ist auch noch irgendwas drin. Wieso kann ich hier nicht öffnen? Ah doch, jetzt. Plasma-Energie kann man immer gebrauchen. Nochmal Plasma-Energie. So viel brauche ich von dem Zeug jetzt auch nicht. Credits, ja, die kann man wirklich immer gebrauchen. Das sind auch Credits, oder? Oh ne, Plasma-Energie. Die ist mittlerweile auch dann mal voll. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nope. Haben wir nicht. Da kommen wir nicht durch. Mit dem Feuerlöcher können wir nichts anfangen. Und hier kommen wir auch nicht rein. Okay, sonst ist hier nichts mehr, oder? Nö, zumindest nichts. Ah, doch, hier ist noch eine Kiste. Da ist bestimmt auch noch irgendwas super Tolles drin. Ja, Plasma-Energie mal wieder. So langsam habe ich die Schnauze voll von dem Zeug. Da springen wir besser nicht rein. Ich glaube, das wäre ein bisschen, wie sagt man, tödlich. So. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Sehr gut. Dann speichern wir mal wieder eine Runde. Und zack. Ich komme mit irgendwie diese Maus so komisch eingestellt. Die ist immer so schnell. Naja. So. Wo sind wir hier? Das müsste doch da drauf stehen. Cockpit des Captains. Dann gucken wir mal, was der Captain so in seinem Cockpit drin hat. Cockpit ist ein ziemlich komisches Wort. Ja, egal. So. Was liegt denn hier? Ein Audiolog. Ah, ne, ein Schema. Oh, können wir gar nicht mitnehmen. Anzug Level 3. Awesome. Das nehmen wir mit. Dann schmeiße ich behinderte Plasma-Munition dafür weg. Wie schmeiße ich die denn weg? Ah ja, mit E. Bei Skyrim ist es R, hier ist es E. So, mit den Dingern können wir nichts machen. Dann gehen wir mal rein ins Cockpit. Ah, da ist er ja, der Gute. Sieh mal einer an. Isaac. Morgen. Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. What the fuck? Ich weiß, dass Kendra mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos, da ist das Asteroidenabwehrsystem.
Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Okay. Übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. Ja, das Ding haben wir schon gehört. Oder ich glaube zumindest, dass ich das Ding gehört habe. Dass wir da in diesem schnieken Nebel waren und irgendwas geschrien hat. Was haben wir denn hier drin? Flammenwerfer, natürlich Munition. Da ist erstmal Energie drin, die ist unnötig. Okay, dann. Scheiße! Zurück! Warum? Ich dachte, du wärst tot, als ich die Kapsel verriegelt hab. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Okay. Ich geh mal wieder hoch. Da war irgendein Typ in dieser Kapsel drin. So, da vorne war da irgendwo ein Speicherpunkt, ne? Genau, den nehme ich jetzt auch mal wieder wahr. Und dann war es das erstmal wieder mit Let's Play Dead Space. Freut mich sehr, dass ihr zugeschaut habt über einen Kommentar und eine Bewertung des Videos. Würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.